I'm Sarah and I'm 29. Hallo, ich bin Sarah, 29 Jahre alt. Hi, I'm Carrie. I'm 37. Hi, ich bin Carrie, 37 Jahre alt, leidenschaftlicher Läufer und habe bereits 41 Marathons bestritten. In diesem Jahr laufe ich den London Marathon und will eine Zeit unter 3 Stunden 45 schaffen. Ich will versuchen, unter 3 Stunden 40 zu bleiben. Ein großes Ziel, ich hoffe, ich schaffe es. In der ersten Episode waren Sarah und Carrie an der Sportwissenschaftlichen Universität von Portsmouth. Ziel der Tests dort: Kann eine wöchentliche Schwimmeinheit eine Lauftrainingseinheit ersetzen und welche Auswirkungen hat das dann? Annie, eine ehemalige Triathletin, bereitet Sarah und Carrie auf den London Marathon, der am 23. April startet, vor. Heute sind wir mit den beiden im Schwimmbad. Annie will ihre Schwimmfähigkeiten testen. Hi guys. Good to see you. Hallo, wie geht's euch? Gut. Okay, so ready. Hallo Carrie, bist du bereit für deine erste Schwimmeinheit? Wir haben viel vor, wir müssen an eurer Technik arbeiten und schauen, was ihr so drauf habt. Okay, das Becken wartet auf euch. Auf geht's! Bei Sarah müssen wir an der Fitness arbeiten, mehr als an allem anderen. Technisch ist sie sehr stark. Mit Sarah werden wir also ein Programm durchziehen, das viele 100 Meter Wiederholungen vorsieht. Dazwischen kurze Ruhepausen und das wird sie richtig fit machen. Mit Carrie werden wir an der Technik arbeiten. Vor allem muss er seine Hüftstellung im Wasser verbessern. Mit ihm machen wir viele 25 Meter Sprints. Sarah und Carries Schwimmtraining unterscheiden sich voneinander. Sarah war früher Wasserballerin, Carrie kommt vom Laufen und hat kaum Erfahrung mit Schwimmtraining. Hier an der Stelle bitte aufhören. Wir werden jetzt an deiner Atmung arbeiten. Im Schwimmen kannst du zu beiden Seiten atmen, aber ich habe gesehen, wenn du müder wirst, dann atmest du nur noch auf einer Seite. Ja, das ist einfacher für mich, auf einer Seite zu atmen, denn dann hast du noch einen zusätzlichen Zug. Ich bin in den letzten Jahren viel gelaufen. Mein Herz-Kreislauf-System ist sehr gut, aber im Wasser, naja, du hast das Element um dich, um Mund, um Nase und du musst immer den Kopf heben, um zu atmen. Und deine Lungen arbeiten dabei härter. Okay, gut gemacht, Sarah. Jetzt werden wir 4x50 Meter schwimmen und auf jeden 50 Metern wirst du die ersten 15 Meter sprinten. Ich habe zwei Rundenpaare hinter mir gebracht, manchmal im Sprint und dann wieder konstantes Tempo. Wir wollen an meinem Armzug arbeiten und dazu brauche ich ein Feedback, wie ich schwimme. Der Sinn dahinter ist, dass man sich mehr auf seine Arme verlässt als auf die Beine. Deswegen nutzt du jetzt den Pullboy. Nicht die Beine sollen die Arbeit machen und deine Hüfte kommt dadurch auch höher. Mache ich denn immer noch Beinbewegungen? Nein, du kannst ruhig einen kleinen Kick verwenden, halte aber deine Balance. Der Sinn ist, dass du deine Beine nicht brauchst. Versuch das mal auf den ersten 50 Metern. Diese Paddel sind sinnvoll. Sie korrigieren deine Schläge und fördern deine Kraft. Es gibt also einen doppelten Nutzen. Okay.
after today's session, I think. Nach dieser Trainingseinheit bin ich mir sicher, dass es deiner Fitness zugutekommt. Also ich gebe mir diese Ziele und diese Orientierung vor. Das hilft mir hier auch beim Schwimmen und bei meiner Fitness. Was ich von Annie und beim Schwimmen gelernt habe, dass man sich hier nichts vormachen kann, wenn man sich wirklich verbessern will. Da gibt es keine Abkürzungen. Mit Läufern, da kann man gut unterwegs sein, mit jemandem, der einen guten oder einen schlechten Laufstil hat. Du wirst immer dein Ziel erreichen, aber beim Schwimmen, wenn du es da nicht richtig machst, dann wirst du auch niemals schnell sein. Beide haben eine große Herausforderung vor sich. Sie wollen persönliche Bestzeiten beim London-Marathon aufstellen. Sie müssen also noch einiges an Arbeit investieren, aber es gibt auch noch genug Zeit dafür. Nach dieser Trainingseinheit bin ich zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Ich freue mich auf Ihre Entwicklung und auf die kommenden Wochen. Der Countdown läuft zum London-Marathon am 23. April.